Zack, das war ein Biss. Wunderschöne Ausbeute. In diesem Video möchte ich dir ein paar Sachen zum Caroline Rig erzählen. Dieses Video entsteht in der Zusammenarbeit mit der Fischereizeitschrift Petriheil. Für das Heft habe ich einen ausführlichen Bericht über das Caroline Rig zusammengestellt für dich, wo ich all mein Wissen reinpacke, auf mehreren Seiten. Auf jeden Fall unten im Link schauen. Und in diesem Video möchte ich dir eben noch ein paar Sachen zeigen, wie ich die Montage binde, auf was es ankommt bei der Führung und wie man da am besten vorgeht. Viel Spaß beim Ansehen. Hier habe ich die Dinge, die ich brauche, um ein C-Rig zu binden. 10 Gramm Bullet Weight, Perle in Grün, Wirbel, Knotenlosverbinder und ein Offset-Haken für 7 cm Gummifische, denn ich möchte heute 7 cm verwenden. Das sortiert etwas die Größen aus. Hier habe ich einen 23er und noch einen 20er und hier einen Meter am besten und einen Clipser hier, damit man die Schnur nicht mit den Zähnen durchbeißen muss. Als erstes nehme ich hier den Knotenlosverbinder und knote den an. Schön so übereinander legen. Siebenmal drumherum, zusammenziehen, mit dem Ende oben durchs Öhr, vorsichtig zusammenziehen, richten, überschüssiges Ende abschneiden und schon ist der Knoten los angebunden zum einfachen Montagewechsel. Danach messe ich, will 50 cm, das heißt 60 cm ungefähr, fülle das Blei auf, danach die Perle. Tipptopp. Das Ganze wird mit einem Wirbel abgeschlossen, auch hier dasselbe Knoten. Siebenmal rum. Zusammenziehen und schön durch das Öhr hier. Tipptopp. Das war jetzt das 23er und als Vorfach kommt das 20er zum Einsatz. Auch hier den Offset-Haken anknoten. Tipptopp. Auch hier messe ich etwas mehr als 40 cm ab, da ich 40 cm bevorzuge in den meisten Fällen. Knote das Ende hier am Wirbel an. So hat man dann ungefähr die 40 cm. Dann haben wir hier die fertige Montage und ich nehme die, meistens mache ich das Ganze ja zu Hause, bereite das alles schön vor, nehme hier den Knoten los, so ein Röllchen, stecke hier oben so ein, damit das Ganze schön verstaut ist, wickel die Montage schön auf und schon ist man ready für am Wasser. Das Ganze in mehrfacher Ausführung, tipptopp. Hier haben wir eine kleine Auswahl an Ködern, eben der Offset-Haken für 7 cm Gummifisch und für 5, hier in Motoröl in dunkelbraun, in hellbraun, der 5er, hier auch Pintails, die gut fangen, die aber doch ja, dazu neigen, sich zu verdrehen, vor allem wenn man im Stillwasser angelt, mit der Strömung passiert das weniger, hier noch in Silber, hier auch noch einen kleineren Motor, man sieht so braun mit leichtem Grün hier mit der UV-Einstrahlung, das wäre hellgrün, eben so eine Mischung zwischen braun und hellgrün, auch eine gute Farbe und hier nochmal dunkelbraun, man sieht hier auch dunkelbraun, etwas dünkler das Ganze gehalten und im Moment funktioniert eben dunkelbraun ziemlich gut, hier der 7 cm Finesse, den werde ich jetzt mal aufziehen, dafür schön so einstechen, runterziehen und schauen, wo er rauskommen muss und da schön gerade durchstechen. So sieht das Ganze aus. Schön, schönes Spiel mit dem kleinen feinen Schwanz hier. Eben den Haken, also die Hakenspitze versenke ich nicht. Das reicht so allemal aus. Schön passend zum Gummifisch. Und das ist aber auch hier bei den kleinen. Da muss der Offset-Haken auch passen. Und das macht er hier in der Länge auch ideal. Und damit werde ich jetzt versuchen, ein paar Regeln zu fangen. Als Rute verwende ich jetzt hier die Graphite Leader Corto UX bis 10 Gramm Wurfgewicht mit einer 2500er Daiwa-Luvias, tipptopp. Hier noch die genaue Bezeichnung, eben 0,8 bis 10 Gramm und ungefähr 2,25 Meter Länge. Ist leicht überbleibt, eben 10 Gramm Bullet Weight und dazu auch noch der Köder, aber ich finde, die macht das gut und es ist ideal, wenn man jetzt auf Wägle geht und die Spitze nicht zu hart ist beim Carolina Rig. Eine weitere sehr gute Rute für diese Technik ist die Rockin' Force 2 von Hardy Rice. Hier noch schön Hardy Rice hinten am Griff. Ich finde auch die Optik wirklich schön mit dem Rot hier. Hier habe ich noch eine andere Montage montiert. Auch hier schön mit einer 2000er Daiwa Luvias mit 10 Geflochten drauf. Und hier sind noch die genauen Angaben zur Route. Eben mit so feinen Stöckchen, mit einer schönen sensiblen Spitze, aber doch etwas Rückgrat, kann man wirklich tipptopp mit dem Carolina Rig angeln, ob jetzt im See oder im Fluss wie hier jetzt. Im Moment liege ich hier schön vor Anker. Man sieht, die Strömung geht. Ich bleibe aber stehen. Hier ist ein etwas ja, schattiger Bereich, hier etwas weg von der Sonne. Und hier ist es auch etwas tiefer und hier kann ich dann rüberwerfen. Und jetzt kann ich zum Beispiel auch ganz gerade raufangeln, auswerfen, sinken lassen, ein, zwei Umdrehungen relativ zügig machen.
In den Pausen kommen dann die Bisse, auch immer wieder etwas einkurben, damit man immer schön Kontakt zum Köder und zur Montage hat, weil wenn man da zu viel lockere Schnur hat, merkt man da nichts, wenn man ganz gerade raufwirft. Wenn man jetzt etwas zur Seite wirft, wirft man aus, die gleiche Führung, etwas schneller, ein, zwei Umdrehungen, dann kommt man langsam in den Bereich, wo die ganze Montage hier etwas in der Strömung treibt. Auch da kann man etwas länger treiben lassen, ein bisschen schauen, dass die Rudenspitze sich bewegt, immer wieder eine Umdrehung machen, etwas schneller sein als die Strömung, dann wieder etwas gleich schnell wie die Strömung, vielleicht sogar etwas langsamer. Wenn die ganze Montage über die Steine rollt, kommt man hier so in diesen Bereich hier und danach, wenn es gegen unten geht, mache ich nur eine Umdrehung oder eine halbe oder gar keine, bewege die Route nur etwas vor und zurück, damit das Ganze etwas spielt. Das Ganze spielt viel mehr hier gegen die Strömung, da der Strömungsdruck gegen den Schaufelschwanz drückt. Man muss hier also wirklich nicht mehr viel kurbeln und muss eher schauen, dass man am Grund ist mit der ganzen Montage. Mit 10 Gramm, je nachdem, wenn es tief genug ist, kann man gar nicht mehr runter. Eben, man treibt eine Zeit lang und dann kommt man gar nicht mehr zum Grund und dann ist der Wurf fertig. Wenn man jetzt etwas mehr Gewicht hat, mit 14 Gramm, mit einer etwas stärkeren Rute, kann man da schon etwas besser gegen die Strömung angeln. Was ich auch gerne mache, ist mal über Bleit an der 10 Gramm Route mit 14 Gramm gerade nach unten werfen und schön langsam zu mir angeln. Das funktioniert auch, ist aber natürlich etwas ein Risiko für das Gerät, für die Route. Und hier habe ich noch einen Driftanker. Das ist auch etwas Praktisches. Wenn man jetzt treibt, kann man den rauswerfen. Hier oben kann man einstellen, wie viel Wasser durchgehen soll. Hier. Ich habe jetzt relativ viel zu, weil das Schlauchboot hier hat wirklich fast keinen Tiefgang, wiegt fast nichts und deshalb ist es sehr windanfällig. Dann eben den raus, hat zwei Auftriebskörper hier. Das Ganze hier auch von Quantum. Zwei Gewichte hier unten, die Stangen da und eben hier Schaumstoff, zwei Schwimmkörper und das Ganze öffnet sich dann bei Zug, rauslassen das Ganze, mache es jetzt hier mal etwas gehen lassen, dann so ein bisschen ziehen und dann öffnet sich das Ganze schön von selbst und dann, wie man jetzt hier sehen kann, ist das Ganze offen und es zieht schon richtig stark, da ich relativ viel zu habe. Und so, wenn jetzt zum Beispiel Wind von unten kommt oder von der Seite, ja, bleibt man schön in der Strömung, also man bleibt in der Strömung geankert, man sieht richtig die Verwirbelungen. Deshalb heißt das Ganze Driftanker oder Driftbag. Rauswerfen, wenn Wind kommt, eben von unten oder von der Seite, ja, kann man da schön, ja, trotzdem noch ungefähr gleich schnell treiben, wie die Strömung ist. Wenn jetzt der Wind von oben kommt und man noch schneller treibt als die Strömung, ja, dann bringt er meistens nicht sehr viel, leider. Aber da die Aare auch immer mal wieder links, rechts geht, kann man sich da einen Bereich aussuchen, wo man dann nicht unbedingt Wind von vorne hat. Und meiner Erfahrung nach, wenn jetzt etwas mehr Wind kommt von vorne, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man ein bisschen schneller treibt. Da muss man einfach noch weniger kurbeln oder gar nicht mehr kurbeln und einfach nur die Rute hin und her bewegen, ab und zu mal zupfen und schon geht das Ganze. Und auch hier treibend, auswerfen, schön parallel angeln. Auch hier kann man einfach ein, zwei Umdrehungen machen, schön laufen lassen, damit das Ganze etwas bewegt. Aber meistens wirft man schon nach oben aus und lässt sich einfach treiben und zieht die ganze Montage schön hinterher. Und schaut, wie die Rutenspitze sich schön bewegt. Ab und zu mal ja, ein bisschen bewegen, rauf, runter, ein bisschen zucken, damit die Pelle an das Blei klackt, damit die das Ganze hören. Es kommt immer auf den Tag an. Manchmal ist es besser, wenn man einfach nur hält und treibt. Manchmal muss man etwas kurbeln, ein, zwei Umdrehungen dazu machen, meistens nur eine oder eine halbe, damit man etwas schneller ist als die Strömung. Je nachdem, was Sie gerne haben, ausprobieren. Jeder Tag ist anders. Und auch, ja, von Zeit zu Zeit, am Nachmittag kann es eher passiv sein und am Abend sind es etwas aktiver, etwas mehr kurbeln. Strom auf, schön relativ zügig kurbeln, damit man Kontakt hat. Hier vom verankerten Boot. Zack, und hängt hier Strom auf. Wunderbar. Ja, tipptopp eigentlich. Hat den Köder voll tief inhaliert. Hier treiben wir jetzt langsam runter. Man sieht, die Spitze wackelt schön langsam hin und her. Das heißt eben kiesiger Grund. Nicht zu viele Steine. Da wo zu viele Steine sind, hat man viele Hänger. Und eben, man kann einfach nur treiben lassen, ein bisschen bewegen. Oder man kurbelt dazu noch regelmäßig. Ein, zwei Mal, je nachdem. Oder auch nur eine halbe Umdrehung. Das war ein Biss direkt nach der Umdrehung. Sehr schön, eben. Manchmal wollen sie es etwas aktiver. So wie heute scheinbar. Ja, da kommt's. Das ist schön eigentlich. Fühlt sich nicht schlecht an. Wunderschöner 21er.
Auch etwas größere 25er wie dieser hier beißen immer wieder auf das Carolina Rig. Ideal, perfekt, ich bin zufrieden. Hier sind wir an einem etwas flachen Bereich. So ist es ideal, wenn das Ganze ungefähr so aussieht. Schön kiesig mit Muscheln, ab und zu mal etwas mehr Struktur, etwas dunkler, tipptopp. Hier haben wir einige der größten Ägli von heute. Wunderschöne Ausbeute, eben so gute 25er. Perfekt, eben schön auf den 7 cm Finesse. 5 cm geht auch, Anfangsjahr, eben so Juni, Juli. Aber jetzt 7 cm, eben August, September, Oktober, ist wirklich 7 cm besser. Natürlich noch später im Jahr, umso mehr. Aber hier absolut zufrieden. So soll das sein. Perfekt. Die Sonne geht langsam unter, wunderschön, Golden Hour, perfekt hier schön auf der Aare, so soll das sein. Schönes Wetter, kaum Wind, eine leichte Brise, wunderbar. Ich finde es richtig herrlich, solche schöne Abendstimmung. Lies dir auf jeden Fall den Bericht, den ich unten verlinkt habe, durch zu diesem Thema. Das Carolina Rig fängt wirklich gut, eben im Fluss, im See, von Frühling über Sommer bis Herbst, bis in den Winter hinein. Lass ein Abo da, ich bin regelmäßig auf und am Wasser unterwegs. Ich wünsche dir eine schöne Zeit in der Natur, probier es aus und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao.